So, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Pokémon Revolution Online. Ich habe den letzten Part beenden müssen, weil ich hier irgendwie wieder mal nach dem Laden festhing. Der Server ist auch wieder so voll, dass hier absolut gar nichts geht. Wir haben im letzten Part von Ecruteak City aus über die Route 38 und 39 Olivine City erreicht und sind jetzt im Pokémon Center angekommen. Und jetzt mache ich gerne das, was ich meist mit den Städten mache, wenn ich hier frisch ankomme. Ich gucke mir erstmal alles an. Wir haben natürlich zuerst die Arena, in die wir nicht rein dürfen, weil die alte Jasmin heißt auf Deutsch glaube ich auch, ist im Leuchtturm und kümmert sich um ein krankes Pokémon. So, was haben wir hier im Haus? Hier haben wir nur einen einsamen Teenager, der vom PC wahrscheinlich Pokémon Evolution Online spielt. Also er kann die alten Spiele, die er in den 90ern gespielt hat, nicht mehr finden. Und hier eine Dreamcast. Ach, eine Dreamcast, eine Gamecube-Spielung. Hier versteckt sich irgendjemand hinterm Schild. So, sie mag es, unter dem Schild zu stehen. Hier steht ein dicker Koch. Also er hat hier einen großen Platz für seine Schiffe. Pokémarkt. Noch zwei Wohnhäuschen. Vielleicht finden wir hier mal irgendwas Tolles. Einen tollen Gegenstand oder eine TM. Fishing-Novize, okay. Hey Bro, wie geht's hier? Achso, er hat mit seinem Dad an Route 12 gewohnt, aber er hat sich jetzt entschieden, mit seinem Freund hier zu wohnen. Also ein bisschen antisozial, aber was auch immer. Oh, du willst die Angelroute, die es hier gibt? Der Typ ist da drüben. Also, aber ich versuche meinem Dad immer noch sein Zeug zu verkaufen, vielleicht willst du was kaufen. Oh, sorry, Dude. Achso, aber er darf nichts verkaufen zu Leuten, die keine Pro-Member sind. Sorry. Heurika. Ich habe Monate und Monate dabei designt, diese ultimative Fishing Rod, also Angeltechnologie, zu vervollständigen. Und jetzt ist sie endlich fertig. 75.000 für die Superangel. Habe ich gar nicht. Nö. Ah ja, okay, also er macht sich was lustig jetzt. Viel Spaß, einen Dratini zu fangen und so. Weil wir die Superangel nicht haben. Wir haben nur die gute Angel und er hat die Superangel da fertig. Und der Kollege rennt um den Tisch. Was ist los, Alter? Also er rennt um seinen Tisch, um in Form zu bleiben. Super. Super hilfreich. Entschuldigung, wie im letzten Part schon gesagt, ich bin ein bisschen heißer. Aber ich will mich nicht vom Zocken abhalten lassen. Was steht der alte Mann hier so? Bedrohlich. Okay, das Lighthouse funktioniert schon seit 300 Jahren. Und hier ist... Haha. Achso, ja, nee, will nicht gegen mich kämpfen. Er hat viele Sachen zum Tauschen. Er würde sein Voltaire gegen meinen Krabi tauschen, aber nö. Keine Lust. Ja, wir können im Lighthouse wahrscheinlich trainieren, ne? Wir müssen uns jetzt, wenn ich das aus der Edition so kenne, ganz hochkämpfen. Ja, wir müssen die Schuhe nehmen, da vor dem Fahrstuhl steht ein Typ. Der uns wahrscheinlich erst durchlässt, wenn wir bei der Dame ganz oben waren. Alfred. Dass ich den Butler von Batman hier treffe, hätte ich nicht gedacht. Ah, er hat hier alle trainiert, er ist also der absolute Abgeher. Ja, unser Flamethrower muss eigentlich ordentlich Schaden. Er setzt Body Slam ein. Dann nochmal. Jetzt muss ich schon wieder switchen, weil er sonst Vulpix wieder aus dem Latschen haut. Vulpix kriegt trotzdem seinen Level Up. Ah, du bist vielleicht besser als Adam und Bruce, natürlich. Hier ist der nächste, ne? Mr. Grayson. Wie haben sie ihren Namen überlegt? Alfred hat mich trainiert, ja, das weiß ich schon. Entschuldigung nochmal.
Aber wenn ich nicht manchmal huste, dann geht's hier gar nicht weiter gleich. Guillotine ist Gott sei Dank daneben gegangen, sonst wären wir sofort One-Hit gewesen. Und Krabi sofort vergiftet worden. Slam, Slam. Das Gift zeigt immer stärkere Wirkung, je länger es andauert. Das ist der Unterschied zwischen schwerer und normaler Vergiftung. Hätte noch ein Krabi am Start, super. Wieder die alte Technik verwirren und vergiften. Slam, nein, 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 komm schon. Ach. Dann Dachst. Na, Fukano wie nur noch so dabei, das fliegt eigentlich raus. Im Lighthouse gibt es keine Pokémon zu fangen. Feligata hat 20.000 XP kassiert. Die Leitern sind gruselig. Super. Brucey, komm ran. Hier haben wir auch. Ist das jetzt eine Anspielung auf Batman oder was? Dass Bruce. Der Bruce Wayne von Alfred trainiert wurde oder irgendwie so? Ja, Webex bringt dir nichts. Aber ich muss Vulpix, bevor ich die Arena in dieser Stadt angehe, noch auf Level 50 haben, weil sonst, beziehungsweise ich will wohl 100 draus machen, weil die Arena hier in der Stadt eine Stahlarena ist. Die Leiterin, soweit ich weiß, Magnetilos und Stahlos hat. Zippi, weggeklatscht. Hast du Alfred auch besiegt? Natürlich habe ich Alfred auch besiegt. Mr. Grayson aber nicht. Und er sagt, some of my friends compare me to Nightwing because... Achso, manche meiner Freunde nennen mich Nightwing. Weil ich Flug-Pokémon einsetze. Tops. Bedrohlich. Flammenwerfer macht kurzen Prozess. Flammenwerfer, eine der wenigen Attacken, die auch eine Animation hat. Und Flammenwerfer macht wieder kurz im Prozess. Ich weiß gar nicht, ob diese ganzen Dürre-Effekte überhaupt stacken, ob das überhaupt funktioniert hier bei dem Online-Server, der so, wie soll ich sagen, noch relativ voll mit Fehlern ist. Ja, hier können wir gut leveln anscheinend an Mr. Grayson. In Prison will er es lernen? Nee, brauche ich nicht. Verzeihung. Okay, Harvey. Harvey ist ein Koch. Jo. Er war ein Pokémon-Lawyer, ein Anwalt? Okay, wie ihr meint, Leute. Unser Max Speed Ampharos. Klatscht aber. Putz sie weg. Die Vulpix sieht auch sehr nice aus, wenn sie mir so hinterher rennt. Könnt ihr mal aufhören, alle Wasser-Pokémon einzusetzen, bitte? Okay, da kann ich mal umgehen. Und wir klatschen sofort weg. Vulpix Spezialattack ist ordentlich, kann man eigentlich nicht meckern. Sind ja auch in Anführungszeichen nur Story-Pokémon.
Ich möchte natürlich für die Top 4 mein Team wieder benutzen, das ich damals in großer Mühe hochgezogen habe. Beziehungsweise die Dinge erstmal zu fangen, ist natürlich Arbeit genug, ne? Bis ich ein annehmbares Onyx hatte, noch ein paar Stunden ins Land gegangen. Und diverse Onyx, ich glaube, ich habe 60, 70 Stück gefangen. Bevor ich eins hatte, das ging. Dass sich wirklich gelohnt hat zu Fireblast. Oh. Nee, bleib erstmal bei Flammenwurf, das ist die sichere Attacke. Und wir sind ganz oben bei Jasminchen. Oh, sie ist aber süß animiert. Oder gepixelt hier. Also, tut mir leid, dass ich nicht verfügbar für einen Kampf im Moment bin. Amphi hier ist sehr krank und braucht einen Geheimtrank von Seanwood. Und ich kann es nicht holen. Kannst du es für mich holen? Klares Ding, Alter. Okay, danke dir so viel, Matsch. Bitte bring diese Dings zurück zu mir. Und Amphi ist so krank. Nur noch mein Amphi so lange. Okay, Jasmin hat was. Jasmin hat mir gesagt. Okay, sie sagt, wann er weggehen soll. Können Sie ihm nicht jetzt sagen, dass er weggehen soll, bitte? Okay, dann wird sie wahrscheinlich erst, wenn ich das Ding bringe, mir den Fahrstuhl aufmachen, dass ich auch flott wieder runterkomme. Im Englischen heißt das Glitter-Lighthouse, ja? Im Deutschen einfach Leuchtturm. Macht ja nichts. Alles klar, das war der Leuchtturm soweit. Mal auf die Box gucken, ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt habe. Die haben die Box verbessert. Ah ja, das ist mir auch noch vom vorletzten Part wurden. Damit musste ich das Spiel noch runterladen, weil mein Client zu alt war. Und da haben sie wohl einige Änderungen vorgenommen. Sehr schön, jetzt kann man richtig sehen, welche Typen die haben. Hier kann man sie entlassen. Hier kann man sortieren. Sehr cool. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, Crobat zu ersetzen gegen ein anderes Flug-Pokémon. Smetbo. Janma, die sind alle nicht so prall. Der auch nicht. Ja, boah, der hat richtig miese Eves. Ich will nur Rotz. Rotz. Ja, Attack Eves, der braucht aber Spezialattack. Sie sind. Nee. Da muss ich erst noch was fangen. Aber Fukano kann jetzt mal hier bleiben. So, wir bedanken uns und verlassen das Pokémon Center. Wie gut, die Karte werfen wir nämlich jetzt hier über die Route 40 an den Strudelinseln vorbei nach Seanwood City, wo nicht nur der Geheimtrank auf uns wartet, sondern auch der nächste Pokémon-Arena-Leiter. Und hier sehe ich Suicune. Hey, mein Pokémon ist krank, was machst du da? Oh, seine Wunden heilen sich von selbst. Suicune hat irgendwas gemacht. Oh. Ich habe ihn erschreckt und er ist weggelaufen. Ist amazing, das Pokémon hat mein Baldorfisch heißt es geheilt. Und er ist sehr dankbar. Sailor John, was möchtest du? Howdy. Lily Cove City. Where do you want to go, mate? Yoto Exclusive Maps, Lily Cove City. Wo ist denn Lily Cove City? Bin ich jetzt doof? Haben die
die Karte vielleicht vergrößert? Nee. Kanto, Johto, Höhen. Wo ist Lilikov City? Ah, nur Höhenscheinchen dürfen da sein, super. Okay, dann bleiben wir hier. Alles klar, wir haben ein klein weiteres Treffen mit Suikun gehabt. Coole Sache. Und dieses Häuslein hier habe ich, glaube ich, noch nie angeguckt. Mhm. Er hat ein schwaches Sterndu an einem Ding gelassen. Wenn du saß, kannst du es haben. Wo? Er hat hier ein schwaches Sterndu gelassen. Wo denn? Du bist ja ein Arsch. Kannst du denn hier noch ein schwaches Sterndu hier lassen? Da wollen wir doch mal die Bay angucken nochmal eben. Und zwar mit Schutz. Gibt's hier was zu holen? Hier hat er es zurückgelassen. Oh, dieser Drecksack. Ja. So schwach ist es auch gar nicht. Entschuldigung. Spezialattacke sogar sehr hoch. Speed ist gar nicht schlecht. Ja, wenn ich jetzt nicht Feligata hätte, würde ich das Eiskalt behalten. Das ist ja ein fieser Typ. Fieser, doofer, gemeiner Typ. Gar nicht schlecht. So, auf der anderen Seite lohnt sich das Surfen gar nicht anzufangen. Aber bevor Sterndu irgendwo an so einem Strand im Pokéball vergammelt, kann es auch mit mir hier, beziehungsweise mit meinen Pokéfreunden hier auf der Box spielen, alles klar. So, wie eben schon erwähnt, die nächste Mission führt uns auf Route 40 an den Strudelinseln vorbei, über Route 41 nach Xionwood City. Und das werden wir uns antun, und zwar im nächsten Part von Pokémon Revolution Online. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben den Glitter Lighthouse, also diesen Leuchtturm, erklommen und haben von Jasmin den Auftrag gekriegt, wir brauchen die Geheimmedizin für Ampharos. Also Leute, bis zum nächsten Mal, euer Game Ranger. Bis dann.